Riese und Müller erweitert sein Lastenradprogramm mit dem neuen Packster. Hier haben wir den Packster, der ist sozusagen der Packesel von Riese und Müller. Es gibt dieses Lastenrad in zwei unterschiedlichen Längen, das mir die Möglichkeit gibt, verschiedene Aufbauten drauf zu geben, die ich entweder individuell gestalte oder ab Werk von Riese und Müller Boxen bekomme, Kindertransportmöglichkeiten oder auch ein Verdeck über all das. Auch für dieses Riese und Müller Rad gibt es die Dual Battery Option, das heißt, ich kann zwei Akkus mit insgesamt 1000 Wattstunden auf diesem Rad mitführen und habe damit viel größere Reichweiten oder kann natürlich entsprechende Höhenmeter überwinden. Auch die Option eines Gepäckträgers ist noch zusätzlich verfügbar. Das günstigste Packster Touring 60 mit Shimano Deore 10-Gang Kettenschaltung und Bosch Performance Cruise Antrieb mit 500 Wattstunden Powerpack kostet rund 4000 Euro. Hier ist aber noch keine Box dabei. Mit Box und Regenschutz nähert man sich der 4500 Euro Marke und um knapp 1000 Euro zusätzlich lockt die Dual Battery Option. Der hintere Gepäckträger kostet rund 130 Euro Aufpreis. Wer zum längeren Modell Packster 80 greifen will, muss jeweils ca. 100 Euro mehr zahlen. Varianten mit Bosch Performance CX Motor, stufenlosem Novinci Getriebe, Riemenantrieb und auch S-Pedelec-Varianten mit Unterstützung bis 45 km/h sind ebenfalls erhältlich.